Bist du wach? Ich muss los. Mein erster Morgen in Amerika. Und hier ist es sehr ruhig. In Ägypten wache ich meistens auf, wenn draußen ein Verkäufer Tomaten, Tomaten ins Mikrofon schreit. Ich fasse es nicht, dass du in meinem Bett liegst. Das war ein schöner Tag und eine tolle Nacht, wie im Traum. Nach 2 Jahren haben wir endlich eine Nacht zusammen verbracht. Und ich bin mit meinem wunderschönen König in meinem Bett aufgewacht. Es ist ein besonderer Morgen. Erhol dich gut, denn wir haben letzte Nacht kaum geschlafen. Das war ein ordentliches Ausdauertraining. Wir haben Sport gemacht. Bisher habe ich nach dem Aufwachen mein Kopfkissen umarmt. Aber heute habe ich meine große Liebe umarmt. Das war unglaublich toll. Denn in Ägypten habe ich noch bei meiner Mom gewohnt. Ich habe vorher noch nie mit einer Frau zusammengelebt. Tut mir leid, dass ich gehen muss. Wo gehst du hin? Arbeiten. Ich habe 2 Jahre auf diesen Morgen gewartet und mir etwas anderes erhofft. Ich habe davon geträumt, im Bett zu frühstücken. Danach wollte ich rausgehen und mir die Gegend anschauen, in der ich wohne. Tut mir leid, dass ich gehen muss. Aber die Pflicht ruft. Ich versuche, das zu verstehen. Aber ich wollte am ersten Morgen in Amerika nicht alleine sein. Später hole ich Theron von der Schule ab und komme mit ihm her. Ich freue mich, ihn zu treffen. Was ist das denn? Seltsam. Eve muss an meinem ersten Tag in Amerika zur Arbeit. Ich habe gehofft, dass ich mich an meinem ersten Tag entspannen kann. Ich wollte eigentlich nichts Neues einbauen, wie das Bidet, das Eve für mich gekauft hat. Ich krieg's nicht hin. Aber der Einbau des Bidets läuft nicht gut. Und ich kann ohne ein Bidet nicht leben. Ich schaff's nicht. Hallo! We're here! Seid ihr zu Hause? Yes! Oh mein Gott! Rate mal, wer da ist. Es ist Mohammed. It's Mohammed. It's Mohammed. Yes. Wie geht's dir? Er ist endlich hier. How are you? Du bist so cool. Er ist endlich hier. Er ist hier. Hast du ihn abgeholt? Mom hat ihn gestern abgeholt. Du bist cool. Ich freue mich auch. Es war ein tolles Gefühl, Theron zum ersten Mal zu treffen. Er hat mich umarmt. Und durch diese Umarmung habe ich mich wie zu Hause gefühlt. Ich freue mich. Umarmung! Theron hat Mohammed angeschaut, als ob er nicht fassen könnte, dass er endlich hier ist, vor ihm steht und er ihn mit eigenen Augen sehen kann. Er hat immer wieder gesagt, wie cool er Mohammed findet. Ich hätte mir wirklich keinen schöneren Moment vorstellen können. Du magst Geschenke, oder? Dann warte kurz. Überraschung. Spielzeug? Vielleicht, weiß nicht. Mal sehen. Was ist das? Das ist Spielzeug. That's a
Wow, it's holy smokes. Insekten. Das sind Insekten. Legst du Mom damit rein? Wir legen die in Moms Kaffee. In the coffee for Mom. No. Nein, danke. Ich habe Hunger. Einer für Theron. Theron? Okay. Mohammed? Yeah. Für dich. Kann ich Ketchup haben? Some ketchup in here? Yeah, klar. Enough. Das reicht. Okay. Schmeckt's dir? Lecker. Hat Mom gut gekocht? That's good to gut know zu wissen. Thanks, babe. Alrighty. You're right. Das Brötchen ist sehr warm. This bun is so warm. Alright. Sehr lecker, danke. Thank you. Gerne. Er ist süß. It's just so great. Es ist toll, euch zusammen zu sehen. Er fühlt sich wohl bei dir. Comfortable with you. Aww. So, I mean, I know that it's probably not like. Ich weiß, dass es für dich wahrscheinlich eine ziemlich ungewohnte Situation ist. Aber du bist ja im Moment zu Hause und würdest mir damit helfen. Wäre es okay für dich, wenn du nachmittags auf Theron aufpassen würdest? Okay. Er ist ein guter Junge. Mohammed weiß sehr gut, dass ich Probleme habe, einen Betreuungsplatz für Theron zu finden. Und er mir helfen muss, damit ich arbeiten kann. Ich traue Mohammed zu, dass er sich um Theron kümmert und ich keinen Babysitter suchen muss. Manchmal müsste er sogar den ganzen Tag bei ihm sein. Ich hoffe, dass er das hinkriegt. Ich bin froh, dass ich mir keine Gedanken machen muss, wo er jeden Tag hingehen kann. Ich mag Theron und es macht mir nichts aus, Eve zu helfen. Aber ich habe meine Freunde, meine Familie und meine Chance, andere Träume zu verwirklichen, in Ägypten zurückgelassen. Ich bin hergekommen, um mit Eve zusammenzuleben. Aber ich fühle mich eher wie ein Babysitter und nicht wie ihr Verlobter. Ich bin nicht bereit, die Aufgaben einer Frau in den nächsten 90 Tagen zu übernehmen.